Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben ja an dieser Stelle diesen Themenkomplex schon mal diskutiert und grundsätzlich haben wir neulich auch die Frage gestellt, elektronische Ausschreibung ja oder nein, zentrale Vergabestelle ja oder nein. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon meine persönlichen Erfahrungen mit bestimmten Formen von Ausschreibungen dargestellt. Und es ist so, man kann Ausschreibungsverfahren so organisieren, dass man bestimmte Betriebsgrößen oder bestimmte regionale Besonderheiten einfach ausgrenzen, indem man einfach Dinge schreibt, die andere nicht verstehen, oder indem man die Losgrößen so gestaltet, dass es für kleine Unternehmen nicht trägt. Und in der Tat ist, wenn man jetzt eine elektronische Vergabe einführt, die Frage, inwieweit erhöht man damit die Schwelle für kleine und mittelständische Betriebe, eine sehr interessante. Und was mir ein bisschen zu denken gibt, ist, dass kleine und mittlere Betriebe in der sogenannten gestützt werden müssen. Das lässt für mich Zweifel aufkommen an der Qualität der Software, mit der man diese elektronische Vergabe macht. Weil wenn man vorher die Ausschreibung in Papierform erhalten hat, sein Angebot kalkuliert hat, die Zahlen zusammengerechnet hat und sie in irgendeiner Weise zu Papier gebracht hat und an die auszuschreibende Stelle geschickt hat, ist man mit dem grundsätzlichen Verfahren einer Ausschreibung so vertraut, dass nicht das grundsätzliche Verfahren die Hürde ist. Also ist sozusagen der Bildschirm die Hürde. Und meine Frage wäre einfach, wie ist eigentlich diese Software gestrickt, wie ist diese Schnittstelle gestrickt, dass es jetzt einer intensiven oder einer Schulung braucht. Möglicherweise ist da auch noch Optimierungsbedarf und ich würde einfach anregen, dass man einfach die Schnittstelle zu den Handwerkerinnen und Handwerkern daraufhin nochmal überprüft, ob man nicht durch die Art der Software auch eine Hürde geschaffen hat, die man so in dieser Weise gar nicht braucht. Weil die Tätigkeit als solche ist dieselbe, ob man sie auf dem Papier macht oder vor dem Bildschirm. Und meine Anforderung an eine solche Software wäre ein hohes Maß an intuitiver Bedienung und somit auch dass Schulung oder Einweisung nur sehr begrenzt oder zumindest im geringen Umfang nötig ist. Also auch da gibt es Optimierungsbedarf. Selbstverständlich, wenn es aufgrund der Qualität der Software, die das macht, schwieriger ist, dann muss man natürlich Möglichkeiten schaffen, die Handwerker, Handwerksbetriebe und Baubetriebe zu schulen. Und ich denke nicht, dass sie dafür bezahlen sollten, sondern dass ihnen diese Form von Schulung kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollte, weil da haben wir letztendlich alle was davon. Die Frage ist, darf man eigentlich oder kann man Ausschreibungen so gestalten, dass regionale Mittelstände, kleine mittelständische Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil haben? Ich sage ja. Sie müssten originärerweise einen Wettbewerbsvorteil haben, nämlich den der Anfahrt. Also ein Unternehmen aus München, was mit 10 Leuten für 4 Wochen nach Bremen kommt, müsste automatisch teurer sein, weil sie ihre Leute unterbringen müssen, weil sie hin und her fahren muss. Und wenn so ein Unternehmen eine Anlage billiger anbieten kann, dann ist es oftmals so, dass es zulasten der Löhne geht oder zu Lasten der Qualität des gelieferten Produktes, muss nicht, kann. Und wenn dann dieses Unternehmen nicht aus München oder aus Stuttgart kommt, sondern aus Lissabon oder sonst woher, dann stellt sich diese Frage erst recht. Und ich finde es zulässig, dass wir aus unterschiedlichen Gründen, insbesondere regionale Unternehmen, die Schwelle so niedrig wie möglich machen, damit sie ihren Wettbewerbsvorteil der Nähe auch ausnutzen können. Das hat im Übrigen meines Erachtens auch Einfluss auf die Frage, haben die Unternehmen Mindestlohn oder nicht, bezahlen sie die Leute ordentlich, behandeln sie die Leute ordentlich, weil die Unternehmen sind hier bekannt und sie können sich nicht unter der Entfernung verstecken, sondern wir oder jemand, der sie kennt und auch die auszuschreibende Behörde kennt die Unternehmen unter Umständen und kann sagen, die sind in Ordnung oder kann sagen, die sind fishy. So, also von daher gibt es auch in der Richtung meines Erachtens Vorteile. Und es hat auch Vorteile bei der Abarbeitung. Also wenn jetzt im Nachhinein sich herausstellt, da ist ein versteckter Mangel, dann muss normalerweise aus München jemand, braucht einen Tag, bis er hier ist, oder einen halben Tag, und es ist ein Reisenaufwand, und hier kann einer mal eben vorbeigucken und das beheben. Also regionale Wirtschaftskreisläufe in der Weise zu fördern, haben eine ganze Reihe praktischer Vorteile, und das als Ansatz zu nehmen, kann ich nur begrüßen. Letztendlich kann ich auch nur begrüßen, dass man Ortstermine einführt. Ich kann mir nicht vorstellen,
Man kann möglicherweise eine Ausschreibung für Bleistifte, Kugelschreiber, Toilettenpapier oder Ähnliches machen und sagen, da brauche ich keinen Ortstermin. Da weiß jeder, wie der Arbeitsplatz aussieht, an dem man das benutzt. Aber wenn man eine Bauleistung ausschreibt, ist es meines Erachtens obligatorisch, dass man zumindest mal da vorbeigeht und sich anguckt, wo soll das eigentlich hin? Wie ist da die Straßenanbindung? Wie ist die Energieversorgung? Wie ist die Wetterlage normalerweise um die Jahreszeit? Und alles Dinge, die meines Erachtens auch bei der Preisfindung beurteilt werden müssen, die Auswirkungen haben auf die Abwicklung. Und ich würde sehr, also da, wo ich Angebote abgebe, geht es gar nicht anders. Also wenn ich da nicht irgendwann mal hingehe und gucke, wo muss ich da eigentlich was bauen, dann kriege ich den Auftrag sowieso nicht. Weil die sagen, der will das gar nicht und der beschäftigt sich nicht damit. Vielleicht ist es da nicht so ein rechtliches Problem, das muss man prüfen. Aber andersrum wird es für mich eine ganz wichtige Frage. Also ich finde, wir müssen dafür sorgen, dass selbst ein Unternehmen aus München, das hier arbeiten will, muss einmal hier gewesen sein, einmal hier geguckt haben, sich einmal vorgestellt haben. Ist meine Ansicht und deswegen ist der Ansatz, Ortstermine eher obligatorisch zu machen als obsolet, ein völlig richtiger. Wir werden diesen Antrag wie auch den letzten unterstützen und gucken, was am Ende bei rauskommt. Und ja, gucken wir mal, ob das irgendwas nützt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.